Ja. Also manche denken ja, dann gibt es dann irgendjemand, der hat sich viel beschäftigt, der sagt dann so und so geht's und dann macht man das so und dann funktioniert das. Ich meine, jeder Mensch ist anders. Insofern ist all das, was ich jetzt sagen werde, sind Anregungen sozusagen. Ja. So sage ich das auch in meinen Seminaren. Ja, da gibt es kein Standardprogramm, sondern es ist immer eine Einladung, selber zu gucken. Also was hat bei mir Resonanz und was macht für mich Sinn und was nehme ich davon, probiere ich vielleicht mal aus und was weniger. So, Paare irgendwann in Konflikt geraten, dann ist, glaube ich, aus meiner Sicht wesentlich, kann das Paar sich weiter als Team begreifen, was diesen Konflikt versucht zu lösen, anstatt als Kontrahenten in dem Konflikt. Ich meine, eigentlich ist das ein relativ banaler Gedanke jetzt, also Teambuilding. Aber für manche ist es doch überraschend, also zu gucken, also wie schafft man erstmal eine Plattform, von der aus wir dann auf diesen Konflikt schauen können, anstatt immer nur sozusagen zu schauen, wie kriege ich von dem anderen das, was ich gern möchte, oder wie kriege ich den anderen dahin, wo ich ihn gern hinhaben möchte.